Oh mein Gott, Freunde, heute ist es endlich soweit. Natürlich erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video, aber heute haben wir wirklich eine besondere Folge, denn heute ist es endlich passiert, der Loser Fruit Skin ist im Fortnite-Shop drin. Ich zeige euch das direkt mal, wir klicken mal oben drauf und zwar, seht ihr es gleich hier links, haben wir sogar mehrere coole neue Sachen. Wir fangen einfach mal an mit dem Skin, der ist ja aus der Ikonenreihe für alle Leute, die das nicht mitbekommen haben. Der Skin ist jetzt schon eine Weile geleakt bzw. angekündigt gewesen. Falls ihr Loser Fruit nicht kennt, das ist eine, ich glaube, amerikanische Streamerin, Schrägstrich YouTuberin, und wie ihr Name schon vermuten lässt, ist ihr Markenzeichen, ihr Thema so Früchte, besonders die Erdbeere, glaube ich, das ist auch ihr Profilbild, und sie ist jetzt eine der wenigen YouTuber, die einen eigenen Skin in Fortnite bekommen haben. Ich finde, er sieht echt heftig aus, besonders mit dieser animierten Jacke hier. Ihr seht, das ist so eine Regenbogenjacke, ich finde, die ist richtig sick. Der Charakter ist natürlich sie selbst und auch so die Details wie ihre Schuhe oder auch dieses Messer hier sind komplett animiert, finde ich auf jeden Fall ziemlich geil sieht das aus. Dann haben wir noch einen Backpack dazu, und zwar der Kumpelrucksack. Oh, wir haben einfach so diese Plüschfiguren hinten drin für 1500, also relativ teuer natürlich. Dazu gibt es jetzt noch mehrere Sachen, die ich euch jetzt alle mal nacheinander vorstelle. Und zwar haben wir hier als nächstes die Fruchtwucht für 800 V-Bucks. Eine Hacke mit diesem Sound. Oh mein Gott, Früchte brechen beim Einschlag ab. Oh, man sieht es schon mit dem Schlagen. Brechen so die Früchte ab. Okay, das ist wirklich ziemlich cool gemacht. So eine besondere Funktion. Und da gibt es auch noch einen neuen Emote. Man gießt eine Erdbeere. Okay, crazy der Emote. Für 300 V-Bucks, man gießt eine Erdbeere. Habe ich gerade Tomate gesagt? Ist eine Erdbeere auf jeden Fall. Und dann platzt sie so. Ja, die Sachen kann man alle einzeln kaufen oder man kauft sie einfach als Bundle für dann nur 1800 V-Bucks, alle vier Sachen quasi zusammen. Deswegen werde ich die Verlosung heute auch ein bisschen abändern. Und zwar verschenke ich heute einfach dann dieses Paket hier, beziehungsweise die 2000 V-Bucks dafür. Wenn ihr also dieses Paket hier haben wollt, das gesamte Loser Fruit Bundle, dann müsst ihr einfach nur ein Foto davon machen, wie hier unten links unter dem Paket, bei diesem Paket hier, mit diesem Kauf unterstützt Snoxy steht. Da tragt ihr also einfach erstmal den Credit Code Snoxy ein und dann macht ihr mit eurem Handy ein Foto davon, wie das hier unten steht. Und schickt mir dieses Foto dann auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Snox. Passt auf, da gibt es ein paar Faker. Ich heiße einfach nur Snox, genauso wie auf YouTube. Und alle, die mir das dann bis heute Abend gesendet haben, die können dann auf jeden Fall das krasse Loser Fruit Bundle hier heute gewinnen. Dann haben wir noch den Gewitter-Skin nochmal wieder drin. Für 2000 Euro ist relativ teuer, hat aber auch eine sehr cool animierte Oberfläche hier. Diesen Backpack gibt es auch noch dazu. Dann den weiblichen Skin Blitz heißt der ist ein bisschen preiswerter, kostet nur 800. Dann die sehr mächtige Hacke, Sturmblitz und auch noch die Lackierung, die auch sehr cool ausschaut. Also eine der besten Lackierungen auf jeden Fall. Die würde ich mir safe holen. Und dann gibt es noch den Gleiter, Sturmauge. Finde ich okay, aber ich habe viel zu viele futuristische Gleiter, deswegen habe ich mir den nicht geholt. So, dann geht es noch weiter auf der rechten Seite, wo wir erstmal den Rennfieber drin haben für 1,5. Da kann man zum Glück inzwischen auch die Maske abnehmen, also den Helm abnehmen. Dann noch die beschlagene Hacke, ja, die eigentlich auch ganz cool ist. Eine der besseren Hacken. Dann das Endlosrad, das wirklich endlos geht, also man macht es einfach endlos lang. Dann noch die Gesandte, auch recht preiswerter Skin für 800 V-Bucks. Die Pömpelhacke, auch sehr cool. Cooler Sound. Und als letztes noch der Rage Quit, den es leider immer noch nur als Controller-Variante gibt. Ich hoffe, dass sie immer mal eine Tastatur, eine Keyboard-Variante rausbringen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Und jo, das war dann schon der Shop von heute. Ich bin echt happy, dass Loser Fruit jetzt endlich raus ist. Ich glaube, das könnte ein echt cooler Schwitzer-Skin werden. Deswegen, wenn ihr das Paket hier haben wollt, gewinnen wollt, dann schickt mir auf jeden Fall ein Foto, wie ihr den Credit Code Snoxy hier im Fortnite-Shop eingetragen habt. Ich versuche auch wieder möglichst vielen Leuten auf die Nachrichten zu antworten. Keine Sorge, selbst wenn ich euch nicht antworte, ihr nehmt natürlich automatisch trotzdem am Gewinnspiel teil. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Paket so generell findet, dass es hier so Spezialfunktionen bei der Hacke gibt und auch, dass das so hier heftig animiert ist. Das gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke, ich werde mir sogar das gesamte Bundle hier holen. Leider kann man ja nicht mehr abstimmen, ob der Shop heute top oder flop war. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann freue ich mich auf eure Nachricht auf Instagram. Ich versuche möglichst vielen zu antworten. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielleicht bin ich auch jetzt wieder live. Es ist bei mir gerade 5 Uhr in der Nacht und ich bin noch ziemlich müde. Ich habe heute noch gar nicht geschlafen. Also mal schauen, ob ich das schaffe, jetzt am Morgen zu streamen. Falls nicht, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen. Ich wünsche euch auf jeden Fall trotzdem einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche. Danke fürs Zuschauen und bis gleich auf Instagram. Haut rein. Tschüss.